Herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Wissensgeist TV. Mein Name ist Nicole Hammer und heute bin ich mit Sabine Seibold und mit Tobias Sommer in Luzern am Sommerfest. Lieber Tobias, schön, dass ich dich heute auch hier angetroffen habe. Wir beide, wir wollten schon längst mal ein Interview gemacht haben über dieses haarsträubende Thema, wo es also auch ein kleiner Shitstorm ausgelöst worden ist, bei mir so auf dem Telegram-Kanal. Das Thema ist Mensch, Person und ist denn die Schweiz eine Firma? Tobias, du bist ja auch Buchautor. Du hast also ein Buch hast du veröffentlicht. Vor einigen Jahren, aber unter einem Pseudonym. Worum ging es in diesem Buch? Ja, danke. Und ich muss gleich korrigieren, dieses Buch ist nicht veröffentlicht. Es wird nur privat weitergegeben, denn wenn es veröffentlicht würde, könnte es auf den Index gesetzt werden. Das heißt? Würde ich zumindest mit, es würde verboten werden. Ja, ich habe dieses Buch veröffentlicht oder die erste Ausgabe kam im Herbst 2017 raus. Noch unter Pseudonym und das wird auch so bleiben. Und das Buch handelt letztendlich davon, dass es die oder einige Jahrhunderte unserer Geschichte nochmal neu betrachtet durch die Brille eines Buchhalters und dann kommt man auch an dem Thema Mensch-Person nicht vorbei. Das heißt, wo man sich einfach mal gewisse Teile der Geschichte, der Politik, auch von juristischen Zusammenhängen, auch von Vorfällen, die in der Finanzwelt so geschehen sind, wenn man die alle zusammen betrachtet und die zueinander führt, dann bekommt man ein völlig neues Weltbild. Und dass du einen kleinen Shitstorm auf deinem Kanal erfahren durftest, weil du das Thema angeschnitten hattest und nach dem Motto, wie kann man dem überhaupt Raum geben, dieses Sektengedöns, diese ganzen Sachen, die es in der Wirklichkeit nicht gibt. Es gibt sie in der Wirklichkeit, das ist einfach so. Und dadurch habe ich vieles, was in der Welt überhaupt erst richtig verstehen können. Und ich muss auch gleich dazu sagen, niemand von uns ist eine Person, denn die Person ist nur eine juristische Fiktion, die geschaffen wurde, um uns letztendlich indirekt kontrollieren zu können, weil wir uns für eine Person halten oder für sie uns verantwortlich fühlen. Denn, und das ist auch der große Unterschied, weshalb wir Menschen sind und ich auch darauf bestehe, zumindest aus juristischer Betrachtung, als Mensch auch angesprochen zu werden. Und besonders witzig ist es, dass es 17 Ausgaben des juristischen Wörterbuches gab, wo es genau erklärt wurde, der Unterschied zwischen Person und Mensch. Und weil das wohl jetzt zu viele Leute rausgeholt haben, hat man die jetzt nach 17 Ausgaben und etlichen Jahrzehnten, hat man in der 18. Ausgabe die Definition für Mensch völlig neu gestaltet. Aber da guckt euch mal selbst nach, weil ihr werdet nur noch lachen und auf die Schenkel klopfen. Sabine, du bist eine Juristin. Was sagst du dazu zum Thema Person-Mensch und warum beschäftigst du dich also auch damit? Ja, das sind ganz viele wichtige Fragen, die ich mir auch so stellen durfte, weil ich schon während des Studiums gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin bei ganz vielen Professoren angeeckt, weil ich einfach, ja, es schon immer komisch gefunden habe. Es gab immer nur eine Mindermeinung. Und man muss dazu sagen, ich habe Jura studiert damals in Bayern. Und im Bayerischen Staatsexamen darfst du für das erste juristische Staatsexamen nur die Gesetzestexte benutzen und keine Kommentare. Sprich, wir mussten alle Definitionen auswendig lernen. Und da hat es dann immer geheißen in den Klausuren, du musst definieren können die Mindermeinung, die Meinung der Literatur, die herrschende Meinung, die richterliche Meinung, einfach nur die Meinung der anderen. Sprich, du hast die Klausur gehabt und durftest dich nur danach hangeln. Du durftest keine eigene Meinung haben. Das fand ich schon höchst befremdlich, weil als ich auf die Welt gekommen bin, wurde mir einfach ein, wie soll ich das sagen, ich bin so ein kleiner Robin Hood. Ich habe die ganze Zeit wirklich so ein Gerechtigkeitsempfinden schon gehabt und vor allem auch ein Ungerechtigkeitsempfinden, dass ich das ganz schnell gemerkt habe. Und da habe ich dann damals im Jurastudium gemeint, dass ich da eventuell jetzt die Möglichkeit finde, dass ich damit dann auch arbeiten kann. Pustekuchen. Hat niemanden interessiert. Und ich habe wirklich wildeste Schlachten sozusagen auch im Hörsaal gehabt mit einigen Professoren, vor allem mit den Älteren. Die Jüngeren, das ging noch. Und habe dann später gearbeitet, auch im politischen Bereich und da auch gemerkt, dass ich immer angeeckt bin, wenn ich mit einer eigenen Meinung dahergekommen bin. Es war immer nur das gewünscht, dass man das anwendet, was dort steht. Und dann ist mir irgendwann aber auch aufgefallen, dass viele der Kollegen, als ich auch im sozialen Bereich dann tätig gewesen bin,
einfach angefangen haben, keine Menschen mehr zu sehen, sondern nur noch Akten, Aktennummern, Fälle, weil ihnen völlig abhanden gekommen ist, dass es da um Menschenleben geht, um Menschen. Und da wurde ich wahrscheinlich schon mal das erste Mal so draufgestupst. Ich habe damals noch keine Ahnung gehabt von Kommerz. Ich habe keine Ahnung davon gehabt von den Mensch-Personen-Ding. Überhaupt nicht. Ich habe es wirklich einfach angewendet, aber dennoch immer gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und deswegen bin ich so extrem dankbar, dass ich auf dieses Thema in den letzten Jahren gestoßen wurde, weil ich dadurch auf die vielen Fragen, die ich damals hatte, jetzt endlich Antworten bekomme. Und auch mega interessant finde, wenn wir ab und zu uns so austauschen. Ich habe damals Zwangsvollstreckungsrecht unter anderem auch in der Kanzlei gemacht. Und jetzt verstehe ich, was da wirklich abläuft, wie dieser Apparat funktioniert. Und ich verstehe heute auch, weil ich einige Zeit im Rathaus gearbeitet habe, warum der Bürgermeister zu mir gesagt hat, ach Sabine, die Schreiben kannst du unterschreiben. Das brauche ich nicht tun. Ich war dann nämlich in der Haftung. Dann ging es da so halt um Verantwortung. Mhm. Ja. Wenn man auf Telegram so ein bisschen rumsucht, dann findet man auch in Anführungsstrichen, andere würden jetzt wieder sagen, das sind Verschwörungstheorien, das ist ein reines Geschwurbel. Die einen sagen, die Schweiz ist eine Firma. Dass wir vielleicht nicht mehr die Rechtsstaatlichkeit haben, die doch nicht mehr so stabil ist. Aber was sagst du dazu? Ist die Schweiz eine Firma, ja oder nein? Ja. Nein, ganz im Ernst. Ja, ist sie. Das Schöne ist ja, dass man offiziell auf Admin.ch auch nachlesen kann, dass es seit 2002 keine Beamten mehr in der Schweiz gibt. Zu Ende 2005 die Reform im öffentlichen Dienst in der Bundesrepublik vollzogen wurde. Seitdem gibt es also auch keine Beamten mehr, die es vorher auch schon nicht mehr gab, hat zumindest das Bundesverfassungsgericht 1952 entschieden, dass es die seit dem 8. Mai 1945 nicht mehr gibt. Aber selbst die mit der Berufsbezeichnung, Deutschland, genau, aber selbst die mit der Berufsbezeichnung Beamter gibt es seit Ende 2005 auch nicht mehr. Es gibt nur noch im öffentlichen Dienst Beschäftigte. Laut offizieller Formulierung. Und das Ganze haben sie in der Schweiz einfach schon 3 Jahre vorher durchgezogen. Und wer jetzt fragt, ob die Schweiz eine Firma ist, ja. Bis auf 3-4 Ausnahmen sind alle sogenannten Staaten handelsrechtlich organisiert. Es sind alles Unternehmen, teilweise in unterschiedlichen Staatsformen, Gesellschaftsformen. Siehst du, bin schon wieder reingefallen. Aber letztendlich sind alles Unternehmen. Und nicht nur, dass sie es sogar offenkundig sagen, denn die Schweiz ist eine Genossenschaft und eine Genossenschaft ist eine Unternehmensform, sondern dass auch diese ganzen Staaten und sogenannte staatlichen Einrichtungen, in Anführungsstrichen, auch in Unternehmensregistern, nationalen und internationalen, eingetragen sind und Steueridentifikationsnummern haben, also wie andere Unternehmen auch, wie der Mauermeister Müller um die Ecke, genauso ist also auch geführt, irgendeine Gemeinde in irgendeinem Kanton. Aber Sie haben ja dafür also auch eine Argumentation, dass es ja also auch notwendig ist, dass also auch Länder also auch eine Steuernummer besitzen, dass sie also auch abrechnen können. Was sagst du dazu als Juristin, Sabine? Oh, als Juristin muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich dir darauf nicht gescheit antworten, weil das nicht ausreichen würde. Deswegen gebe ich das weiter an den ehemaligen Finanzexperten, der das viel besser beantworten kann. Was heißt Finanz? Wegen der Abrechnung. Es geht letztendlich um die doppelte Buchhaltung, ja, die letztendlich weltweit durch den Konkurs der United States of America eingeführt wurde, der zum 5. Juni 1933 mit der HJS 192, der House Joint Resolution 192, auch weltweit verkündet wurde. Das kann man alles nachlesen und die Leute, die dir wieder einen Shitstorm durch die Kanäle schicken wollen, die bitte ich darum, sich bitte erstmal endlich doch jetzt erstmal zu informieren, bevor man anfängt, irgendwelche Wattebäuschen auf andere zu werfen, weil es bringt nichts, diese Diskussion mal zu sagen, das sind Schwurbler, das sind Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, Sektierer oder sonst irgendwas, aber selbst nicht die blasseste Ahnung haben oder haben wollen oder haben dürfen, je nachdem, wer einen so bezahlt. Und jetzt muss ich sagen, dass man jetzt mit Steuernummern das alles besser verrechnen kann, wenn man Stifte und Papier für irgendein Büro bestellt, muss ich mal sagen, wie haben die das die Jahrzehnte vorher geschafft, bevor sie eingeführt wurde?
Ja, wir leben jetzt ja so auch im digitalen Zeitalter. Klaus Schwab sagt, wir leben in der vierten industriellen Revolution. Richard David Precht sagt, es beginnt also ein ganz neues Zeitalter. Darunter also auch so die Themen, das bedingungslose Grundeinkommen. Dann wird gesagt, der Mensch, der kann sich ganz toll auch entfalten und kann Persönlichkeitsentwicklung machen und kann nur das machen, worauf er Freude und Spaß hat. Sabine, was sagst du dazu zum bedingungslosen Grundeinkommen, auch so zum Thema bedingungsloser Liebe? Schwurbel, 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 Achtung. Dazu sage ich New Age-Kacke. Wieder nächster Shitstorm, yeah. Weil es in dem Sinne keine bedingungslose Liebe geben kann. Es gibt Liebe. Punkt. Warum muss man da unterscheiden? Und in Beziehungen ist es ganz, ganz wichtig, dass man über seine Erwartungen spricht. Dass man wirklich sagt, hör mal zu, ich habe die und die Erwartungen und ich möchte, dass das gerne erfüllt wird. Kannst du das erfüllen? Da ist dann einfach wichtig, wie kommuniziert man miteinander. Und dann ist das schon eine Bedingung und der andere kann sich aber überlegen, möchte ich diese Bedingung erfüllen oder nicht. Dass ich zum Beispiel bei Eltern, kann man eventuell von bedingungsloser Liebe sprechen, in dem Sinne, das ist das Fleisch und Blut, wenn ich diese Kinder auf die Welt bringe, dann liebe ich die halt einfach bedingungslos. Ne? Aber selbst da, liebe Leute, guckt doch mal, wann die Konditionierung losgeht. Was die Eltern dann sagen, du gehst in diesen Kindergarten und idealerweise wirst du mal Anwalt und deswegen musst du dann mit den Kindern spielen, mit den anderen darfst du aber nicht. In der Schule, die Leistungen waren jetzt nicht so super. Ist das bedingungslose Liebe? Ich glaube nicht. Und genau dasselbe denke ich auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand daherkommt und uns sagt, ihr bekommt jetzt das ganze Geld von eurem Kollateral, was sowieso euer Geld ist. Das legen sie ja noch nicht mal offen, weil es ist im Grunde genommen unser Geld. Sondern ich könnte mir vorstellen, dass es dann heißt, ja, jetzt leider wieder ein Lockdown, mal gucken, wie viele Sozialpunkte hast du denn eventuell gesammelt? Warst du brav? Sagst du immer das, was wir gerne hätten, was du sagst. Da wieder herzlich willkommen, DDR 2.0, Deutsche Demokratische Republik. In was für einer Demokratie leben wir jetzt? Wir durften damals nicht unsere Meinung äußern. Wir hatten keine freie Meinungsäußerung. Laut der Verfassung, die hier gilt in der Schweiz, hat man sie, aber ich glaube, die letzten 2,5 Jahre haben uns eines Besseren belehrt. Und von daher glaube ich, bei all dem, was man jetzt ganz, ganz deutlich die letzten 2,5 Jahre gesehen hat, dass es kein bedingungsloses Grundeinkommen geben kann, sondern dass auch da wieder was dahinter steckt. Interessant ist auch, wenn man sich die Schweizer Bundesverfassung einmal durchliest und dort in Artikel 190, und da wird man feststellen, dass dort schon bei der letzten Revision der Verfassung festgeschrieben wurde, dass die Verfassung bei der Rechtsprechung an den Gerichten in der Schweiz keine Rolle mehr spielt, ist nicht mehr maßgeblich. Wird nicht mehr dazu herangezogen, kann man dort nachlesen. Und da kann man sich gleich die Frage stellen, wie ist dieses ganze Konstrukt überhaupt noch da? Diese sogenannte Rechtsstaatlichkeit, von der mal gerne gesprochen wird, gibt es die überhaupt noch? Da ist immer die Frage, was ist Recht? Was ist ein Staat? Und weil du vorhin so schön sagtest, DDR 2.0, Deutsche Demokratische Republik, vielleicht sollten wir endlich mal lernen, dass man zwischen Demokratie und Diktatur heutzutage auch ein Gleichheitszeichen setzen kann. Oder wir müssen den Begriff Demokratie völlig neu definieren. Denn das, was wir erleben, was wir seit Jahren schon in Deutschland und Österreich erleben, ist, dass die faschistische Diktatur immer offenkundiger wird. Und die Schweizer geben sich alle Mühe, den Vorsprung, den die anderen beiden Länder haben, die sich so nennen, ganz schnell einzuholen. Neutralität ist schon vorbei und überhaupt dieses ganze Gefüge, worauf die Schweizer an sich mal stolz waren, wurde von der Bundesregierung bzw. vornehmlich vom Bundesrat in den letzten 2,5 Jahren geschrottet. Das sieht fast danach aus, dass wir gar nicht von den 7 Bundesräten in der Schweiz hier regiert werden. Wer regiert denn tatsächlich dieses Land? Sind das die Tech-Unternehmen, die großen Giganten? Wer ist denn das? Ich habe lernen dürfen, dass die Bundesräte die Schweizer sowieso nicht zu reagieren haben, denn der Souverän ist das Volk. Dann gibt es das Parlament und dann gibt es dann daraus den Bundesrat, wo die 7 Mitglieder, ich glaube, jeder Firma für ein halbes Jahr den Vorsitz übernimmt oder für ein Jahr. Muss ich nochmal nachsehen. Hat mich immer nicht so interessiert, weil ich hier immer nur zu Besuch bin. Sind sie die, die uns in Anführungsstrichen regieren? Nein, jeder Politiker ist nur ein Politiker-Darsteller, der eine Rolle spielt in einem Drehbuch, das ihm andere schreiben.
Und ob das die Tech-Unternehmen sind, ob das die Pharma-Unternehmen sind, ob das die Banken sind und so weiter. Das ist ein großes Konglomerat. Und es gab eine Ausarbeitung, ich glaube, ich habe es mal im Fokus gelesen, kam schon vor 4, 5 Jahren raus, dass wenn man einfach mal recherchiert, sich die ganzen Beteiligungen anguckt, denn nach dem Aktiengesetz müssen ja die Beteiligungen und so weiter mal veröffentlicht werden, genauso wie die Bilanzen. Und wenn man sich da mal die Mühe macht, die Fäden zu verfolgen, welches Unternehmen hat Beteiligungen wiederum bei welchem, wer steckt bei dem drin, welche Investmentfonds sind da investiert, welche Beteiligungen überhaupt, dann stellt man fest, dass alle Unternehmen, die weltweit agieren, letztendlich nur ein Konglomerat von 143 Unternehmen ist, die wiederum an allen anderen Unternehmen beteiligt sind und da ihren Stempel aufdrücken. So Vanguard, BlackRock, einfach mal ein bisschen für die Recherche. Ein paar Begriffe. Genau, wer mal googelt, BlackRock kann sich das gerne halt anschauen, wer tatsächlich die Welt regiert und wem auch diese Welt gehört. Tobias, jetzt hast du es ganz gut gesagt, das Volk hat zu regieren von unten nach oben. Aber wenn das Volk doch diese Verantwortung nicht trägt, wie soll denn das funktionieren, dass der Mensch, also halt die Menschen in der wunderschönen Schweiz, in ihre Eigenverantwortung kommen und dass sie das wirkliche Paradies, weil das haben wir schon hier auf Erden, wir müssen es nur sehen, wir müssen es nur leben. Ich erkenne das immer, wenn ich klettern gehe in die Berge und ich schaue von unten, von oben nach unten und ich sage, wow, die Schweiz ist ein Paradies. Also wie kommen wir jetzt dorthin? Wie kann man das den Menschen näher bringen, dass sie in ihre Eigenverantwortlichkeit kommen? Was können wir überhaupt tun? Reicht das oder sollen wir den Kopf in den Sand stecken? Was kann jeder Einzelne von uns machen? Die Eigenverantwortung für das Leben übernehmen, denn Freiheit hat immer was mit Selbstverantwortung zu tun. Und weil du sagtest, von wegen das Volk regiert, wenn das Volk verantwortungslos ist oder sein will und die Verantwortung abgibt, also verantwortungslos ist, dann können auch die Politiker, die ein verantwortungsloses Volk wählt, auch nur verantwortungslos sein. Weil die wollen die Verantwortung auch nicht wirklich tragen. Und genauso deshalb machen sie auch verantwortungslose Politik. Und solange diese Menschen immer noch jemanden suchen, der ihnen sagt, wo es lang geht, ob das nun ein Bundesrat, ein Führer oder ein Präsident oder was auch immer ist, solange da irgendjemand sagt, du hast das zu tun und zu lassen und sie tun und lassen es, solange werden sie nie souverän werden. Solange werden sie nie über das Kinderalter hinausgehen. Wie wir da draußen sehen in der Gesellschaft, sind lauter Kinder in Erwachsenenkörpern. Und nur die allerwenigsten, also ich drücke mich diplomatisch aus, 10% sind vielleicht erwachsen. Das ist jetzt nur geschätzt, nicht empirisch. Und es geht eben halt davon, in diese Eigenverantwortung zu kommen. Und das ist, betrifft übrigens alles. Das siehst du auch in diesen ganzen... Ihr habt euch ja auch auf sogenannten Veranstaltungen, ich glaube in Bern kennengelernt, durftet schon den einen oder anderen Polizeikessel erleben. Ich habe mit der Polizei andere Erfahrungen gemacht. Also jeder hat so seine Erfahrungen. Aber da wollte ich gerade sagen, gerade diese Menschen, wenn die dann zur Arbeit gehen und ihr Gewissen in der Umkleidekabine lassen und dann ihre Uniform anziehen, dann glauben sie, dass sie für ihr Handeln weniger verantwortlich sind, weil es gibt einen Vorgesetzten, der eine Dienstanweisung rausgegeben hat. Und letztendlich sind es aber sie, die handeln. Sie sind die Arme und die Beine des Systems, die die Leute halten, die Leute treten, die irgendeine Aktion vornehmen. Und wenn es nur das Ausfüllen eines Knöllchens ist, eine Macht, dass das System nicht hätte, wenn es diese Arme und Beine nicht hätte, die das ausüben. Und solange diese jetzt glauben, dass sie letztendlich immer mit allem davonkommen. Das betrifft übrigens nicht nur Polizisten, sondern jeder, der Uniform trägt oder auch viele, die Anwälte sind oder Ärzte sind und dann immer sagen, ja, ich unterstütze dich zwar offiziell, aber sieh zu, dass mein Name draußen bleibt, weil meine Kanzlei, meine Praxis und hast nicht gesehen, muss ja laufen. Da muss ich mal sagen, die Zeit, wo man sich durchwurschteln kann, ist vorbei. Es geht jetzt einfach darum, Stellung zu ziehen. Entweder du bist für Leben, für Freiheit unter den Menschen, für Selbstverantwortung und auch mit allen Konsequenzen daraus. Oder du bist ein Parasit des Systems und lässt es zu, dass Menschen leiden, vor allem Kinder und die Älteren und andere, die keine eigene Stimme haben, die ausdrücken können. Du betreibst dein Leben weiter, um Geld zu verdienen, um dein Haus abzubezahlen, um ein schönes Leben zu haben oder was auch immer, um deinen Status zu halten.
Aber letztendlich wird früher oder später dein innerer Richter revoltieren und sagen, jung, Mädel, so geht das nicht weiter. Und das ist dann der Punkt, wo jeder dann auch mal die Entscheidung treffen muss, möchte ich jetzt erwachsen werden? Möchte ich endlich mich weiterentwickeln und das, wie du es immer so schön sagst, das Menschsein Dingens annehmen und das hier wuppen? Aber da sagst du gleich was dazu. Es geht darum, endlich die Verantwortung und auch die Konsequenzen für die eigenen Taten zu übernehmen. Und ich kriege immer einen Hals, wenn viele Hinterhof-Revoluzzer immer sagen, ja, probier mal aus und wenn das irgendwie funktioniert, sag mir Bescheid, dann mache ich das aus. Auch, dann sage ich mal, nö, mache ich nicht. Ja, wieso? Und ich habe gesagt, du musst deinen eigenen Weg gehen, deine eigenen Erfahrungen machen, vor allen Dingen deine eigene Entscheidung treffen, diesen Weg auch gehen zu wollen. Und viele fragen mich immer, du hast ja jetzt die ganzen Jahre so viel erlebt, würdest du das nochmal machen? Und ich sage dann immer, ich würde vielleicht den einen oder anderen Fettnapf auslassen oder die Reihenfolge etwas anders machen, aber den Weg an sich würde ich immer wieder gehen. Weil er ist schwerer, als in der Komfortzone zu bleiben. Es ist umständlicher. Es tut manchmal schweinemäßig weh, all das, was man rechts und links oder auch mittendrin da so erlebt. Aber auf der anderen Seite diese schönen Momente, dass du sagst, ich kann mich im Spiegel angucken, ich lebe meine Authentizität und ich lebe das, wovon ich glaube, dass es der Grund meines Hierseins ist. Und wenn ich dieses alles tue, dann lebt man und vegetiert nicht nur. Tobias, jetzt hast du von Eigenverantwortung auch gesprochen. Und ich habe jetzt vor kurzem, durfte ich noch etwas hören über das Thema Dienen. Und Schwester Barbara Maria hatte mir etwas erzählt, so eine kleine Geschichte, der Unterschied zwischen Satan und Luzifer und warum Luzifer, der Lichtengel, gesagt hat zu Gott, ich mache das alles nicht mit, ich will dem Menschen nicht dienen, weil der ist mir einfach zu minder. Und dann habe ich das so ein bisschen so verglichen, so wie wenn ich mal so meine 5 Minuten habe und ich bin wirklich böse auf alles und nichts und dann sage, hey, warum mache ich das überhaupt? Warum gehe ich also auf Demonstrationen und warum schneide ich stundenlang Videos und Fotos und wie auch immer? Für was mache ich das, wenn man dann so einen kleinen Shitstorm mal erleben musste? Und kam mir in dem Sinn, ja, ich möchte Gott dem Allmächtigen dienen und also auch der Menschheit dienen. Der Teufel war sich zu schön, war sich einfach irgendwie zu gut dafür, den Menschen zu dienen, weil er ihn für niedriger sei betrachtet hat. Und ich habe mir jetzt einen Zettel gemacht, wo drauf steht, ich diene Gott dem Allmächtigen und der Menschheit. Was sagst du dazu? Warum ist Dienen denn so wichtig für uns? Also ich kann natürlich da nur für mich sprechen, was ich so für mich rausgefunden habe. Und da zitiere ich mal wieder einen meiner Lieblingssprüche, nämlich, dass wir keine Menschen sind, die hier sind, um spirituelle Erfahrungen zu machen, sondern spirituelle Wesen sind, die hier sind, um menschliche Erfahrungen zu machen. Und da gehört für mich dazu, einfach sich mal hinzusetzen mit seinen eigenen Werten, was sind meine allerhöchsten Werte, sich das zu fragen. Und dann kommt man nicht umhin, den nächsten Schritt zu gehen und zu fragen, okay, was ist überhaupt meine Aufgabe? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Mit welchen Gaben, mit welchem Potenzial bin ich hierher gekommen? Und wie kann ich damit dieser Menschheit hier am allerbesten dienen? Und das ist im Grunde genommen mein allergrößter Antrieb, dass ich mich da wirklich hingesetzt habe. Und meine höchsten Werte sind Freiheit und Streben nach Wahrheit so gut ich kann. Das sind meine allerhöchsten Werte und ich meine, dass ich das jeden Tag mache, auch indem ich einen Shitstorm nach dem anderen bekomme, indem ich attackiert werde von Antifa, indem ich beschossen werde von der Polizei oder sonst was, aber ich mache das, weil ich da für meine Werte stehe und so diene und dann eventuell damit auch anderen zeigen kann, ich habe es überlebt und ich überlebe es immer wieder, indem ich da durchgehe, weil ich weiß, dass es dienlich ist, dienlich dem großen Ganzen und Otto Normalverbraucher auch zeigt, hey, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Das ist mein Antrieb und so diene ich. Wem dienst du? In erster Linie mir selbst und dann den Menschen, die ich liebe. Und dann all denen, denen ich dann sonst auch noch so dienen möchte. Nein, letztendlich, ich weiß auch, ich bin freiwillig nochmal hergekommen, weil auch ich eine Aufgabe habe, glaube ich. Kann natürlich auch esoterisches New Age-Geschwurbel sein, wer weiß das schon so genau. Aber das ist auch ein Thema, worüber wir auch mal gerne reden. Ich führe da endlose Gespräche mit Sabine drüber. Wir haben schon einen neuen, nee, den sage ich jetzt nicht, den Begriff. Der ergibt sich vielleicht nochmal.
Aber wir reden so oft darüber, wo es auch darum geht, weil wir beim Thema Verantwortung waren. Es wird immer so oft in der New Age-Szene gesagt, du musst dein Ego loswerden, du musst dein Ego auflösen und sonst irgendwie. Und du musst nur noch Licht und Liebe sein und wir tanzen den Frieden herbei und man kennt diese ganzen Bilder. Dann muss ich mich immer zurücknehmen, um nicht einen dicken Hals zu kriegen, wo ich dann sage, es geht nicht um Licht und Liebe und unseren Gegner zu Tode zu lieben. Können wir versuchen. Aber selbst Erzengel Michael hat sein Schwert nicht nur zum Brotschmieren, sage ich immer. Und jeder kennt von uns diese völlig abgehobenen Menschen, die einen gewissen, wie soll ich sagen, eine gewisse spirituelle Überheblichkeit entwickelt haben. Und wir beide lachen immer darüber, wenn wir da reden, weil, und das hat auch garantiert jeder auch von euch schon erlebt, es gibt irgendwo ein Seminar, ein Treffen, eine Veranstaltung, eine Schulung, die irgendwie ein spirituelles Thema hat. Und garantiert, irgendjemand taucht dann auf und sagt, oh, hier ist aber eine komische Energie. Da sage ich immer, ja, mach doch besser. Ja. Ja, das ist immer das, wo ich dann da sitze und sage dann mal, ja, mach doch. Mhm. Und das ist immer, wir dürfen mal wieder erkennen, dass wir die äußerst machtvollen Wesen sind. Wir sind hier in dieser Welt, um uns zu erfahren, um das Menschsein voll auszukosten, mit all seinen Höhen, Tiefen, rechts, links, vorne, hinten. Und dann geht es auch darum, ich sehe es mal so, wir haben ja eine Erfahrung und es heißt ja immer, es gibt ja einen Kampf zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel oder wie auch immer. Und wir sind hier die Bodentruppen. Und wir haben, verdammt nochmal, Anspruch auf Nachschub und Unterstützung von oben, hinten, wo auch immer du das sehen willst, jedenfalls von einer anderen Ebene. Und wir sind hier, wie sagst du mal so schön, wir sind Meister, die üben. Wir sind Meister, die üben. Ja, und wir haben einfach sämtliche Unterstützung einzufordern und nicht immer bitte, bitte zu sagen, sondern anweisen. Wie heißt das, Meister der? Also der Spruch kommt nicht von mir, der kommt von, oh Gott, Yalla, ich kann den Namen immer nicht ganz genau aussprechen. Die hat das Label Signs, Zeichen. Und entwirft wunderschöne Karten und da steht unter anderem drauf, ich bin eine Meisterin, die übt oder ich bin ein Meister, der übt. Und das finde ich wunderschön, habe ich mir auch ganz groß in meiner Küche hingehängt. Und was ich dazu auch noch total wichtig finde, ist einfach, da schließt sich so wunderbar der Kreis, dass mit diesem Menschding der große Schlüssel und die große Lösung wirklich darin liegt, die Angst davor zu verlieren, dass wir nicht so wie das New Age sagt, unser Ego töten müssen oder wie in der Szene gesagt wird, die Person muss getötet werden. Das ist wirklich wunderbar, was für Parallelen das sind, sondern einfach anzuerkennen, dass wir schöpferische Wesen sind, die hierher gekommen sind. Wir sind vollkommen so, wie wir sind. Wir haben Gaben, wir haben Fähigkeiten und das Ego, das ist nicht umsonst uns mitgegeben worden, das darf halt zu einem gesunden Ego umgewandelt werden. Die Person, die es gibt, die darf ich halt auf eine gesunde Art und Weise mit gesundem Menschenverstand und Herz nutzen. Ne? Und dass man da dann einfach sagt, da die Brücken zu schlagen, da die Lösung zu finden. Und das Schöne ist ja, das ist ja dieses Prinzip, was da gelebt werden muss. Sie müssen uns die ganze Zeit die Wahrheit zeigen. Sie müssen und sie tun es. Wir müssen es nur endlich erkennen und dann mit unserer Schöpferkraft das Ganze nutzen zu unseren Gunsten und endlich auch wirklich den Zuckerarsch vom Sofa bekommen, nicht in New Age reingehen, in Heidi-Dai, Komfortzone oder sonst was, sondern dann tut's auch mal scheiße weh. Dann gehe ich und schaue mir meine Schattenanteile an. Mhm. Ne? Dann muss ich diese Schattenarbeit einfach machen. Und das ist so. Ich bin nicht immer die brave, super tolle, liebe Sabine, die vielleicht meine Eltern gerne mal gehabt hätten, sondern da kommt der göttliche Zorn auch mal raus. Da kommt der göttliche Zorn raus, wo letztens jemand aber bei dem Video, was ich gemacht habe über die schreiende Kuh, dann gemeint hat, so viel Hass habe ich noch nie gesehen. Für mich ist es einfach heiliger Zorn gewesen, ne? Und Wut gehört dann auch manchmal mit dazu. Das gibt mir Kraft, das gibt Energie und das sorgt wieder dafür, dass ich auch lösungsbereit bin. Ich fand's toll. Danke. Ich auch. Nochmal Glück gehabt. Action, Action Girl. Tobias, ich habe gehört, du machst mit Sabine gemeinsame Sache. Habt ihr einen Verein gegründet? Was läuft da? Ist das noch geheim, Top Secret? Ich könnte jetzt sagen, in der Frage liegt die Antwort. Nein, das ist nicht geheim. Sabine hat einen eigenen Telegram-Kanal, auch einen YouTube-Kanal und Google und Facebook, genau.
Es gibt noch einen ganz alten YouTube-Kanal von mir, Sommersonntag. Wer das sehen möchte, da laufen noch die ganz alten Videos von mir, 7, 8, 9 Jahre alt. Ich komme da gar nicht mehr rein, ich weiß das Passwort nicht mehr. Und dann habe ich eben halt einen Telegram-Kanal, der auch so heißt wie ich. Ira heißt auch so wie sie. Deshalb dürfte man das auch relativ leicht finden. Und da wir in letzter Zeit auch mehr tun, als nur zusammenarbeiten, haben wir auch beschlossen, wir gründen einen gemeinsamen Verein und auch einen gemeinsamen Kanal. Der heißt Sei so jetzt. Und das passt ganz gut, von wegen sei bold und so mehr. Jetzt. Und jetzt, genau, genau, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Zucker. Ja, genau, das ist das geflügelte Wort. Wo wir eben halt auch gemeinsam verschiedene Sachen machen und auch gemeinsam Seminare anbieten werden. Sehr schön. Sabine, hast du noch etwas zu sagen? Habe ich noch was zu sagen? Oh, ich habe ganz viel zu sagen. Das ist ja das ist die Frage, wie wir auf den Punkt kommen können. Zu den Seminaren möchte ich noch was sagen, nämlich, dass auch nochmal eine Klatsche gegen New Age oder so oder zum Beispiel gegen Kommerz und sonst welche Geschichten. Ne? Ich glaube, dass diese große Angst, die da auch ist, warum so ein Shitstorm gekommen ist, es geht den Leuten, die sich bisher damit noch nicht beschäftigt haben, dermaßen ans Leder, weil jetzt wirklich ihre ganze Welt, die sie sich aufgebaut haben, wofür sie konditioniert worden sind, einfach zusammenbricht. Das bricht knallhart zusammen. So wie die, die dann gesagt haben, im schönen, blumigen Esoterikbereich, ich erhöhe meine Schwingung und alles ist Licht und Liebe und dann kommt der große Messias und wird uns erretten, machen die anderen Q-Anhänger dann zum Beispiel, es wird Trump kommen, es wird Putin kommen, es wird sonst wer kommen und wird uns erretten, immer die Retter im Außen, nein, kauf dir Popcorn und genieße die Show, ganz genau. Und ich finde, und tu nichts. Und ich glaube, da ist wirklich das Wichtige zu erkennen, raus aus der Komfortzone, komplett raus. Und die Seminare, die ich bisher gegeben habe oder die wir jetzt auch zusammengeben wollen, die zielen einfach darauf ab, wirklich zu sagen, komm in deine eigene Selbstverantwortung. Ne? Schieb nicht immer ab, werd wirklich erwachsen. Wachse aus dir heraus. Entwickel dich. Du wurdest eingewickelt und jetzt darfst du dich entwickeln. Entfalte dich. Also geh auch wieder zurück zu deinen Wurzeln, was deine Sprache zum Beispiel angeht. Ne, das ist in der deutschen Sprache, steckt so viel drin, dass das ich immer nur wieder sagen kann, geht ins Innere, geht zurück zu dem, wo ihr hergekommen seid. Da braucht es kein Müll dazu irgendwie, ich muss mich jetzt zurückziehen ins Kloster oder sonst was. Sondern wir haben das alle in uns drin und dann braucht es einfach nur so Leute wie uns, ne? Die einfach sagen, guck mal, wir stupsen euch so ein bisschen an, wir klären da auf, wir machen dort. Kannst du es die ganze Zeit schon? Wir erinnern dich einfach nur. Und deswegen einfach auch, war das so passend, sei so jetzt. Und du hast jetzt noch gesichert, das fand ich auch ganz witzig. Ich kam darauf, sei so jetzt, dann geht man ja durch einen Prozess und irgendwann ist man fertig. Und dann fand ich den Gedanken, so sei es, auch ganz gut. Und so-sei.es habe ich mir dann auch noch gesichert. Cool. Fand ich witzig. Also da läuft einiges bei euch. Ihr seid also auch eine wunderbare Symbiose, spürt man. Und ihr habt ganz viel zu sagen, ganz viel zu geben. Und ich bin jetzt schon gespannt. Also ich werde mich auf eurem Telegram-Kanal nach diesem Interview sofort anmelden. Und ich bin also auch mega gespannt dann, also halt Ende August oder Anfang September. Ich weiß es noch nicht, liebe Zuschauer, wann unsere Podiumsdiskussion stattfinden wird. Das sind ernste Themen natürlich. Mensch, Person, ist die Schweiz eine Firma, ja oder nein? Wie geht's weiter mit unserem Paradies Schweiz? Und Romy Zimmermann wird dabei sein. Albert Knobel werde ich noch fragen. Tobias wird mit dabei sein und die liebe Sabine Seibold. Und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Bis dann, liebe Zuschauer, alles Liebe und alles Gute. Vielen Dank euch zwei und bis zum nächsten Mal. Nicole Hammer von Wissensgeist TV. Dankeschön. Tschüss. Lieber Tobias, kannst du einen Witz erzählen, der systemrelevant sein könnte oder... Autsch. Autsch? Ah, ich weiß, du sprichst auf einen meiner Lieblingswitze an. Ja, ja, da gehen so zwei Jungs die Straße runter und da sagt der eine, du, ich habe gehört, es gibt jetzt 67 Geschlechter. Da sagt der andere, nein, es gibt 2 Geschlechter und 65 neue Geisteskrankheiten. Gender-Alarm, Autsch.
Sag doch auch mal was. Nö. Ich sitze hier nur und sehe gut aus. Okay. Stimmt.